Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich hoffe, man hört mich ganz gut. Ich wollte auf ein Thema zu sprechen kommen, weil mich das tatsächlich gerade vor kurzem betroffen hat. Ja, ich tatsächlich gedacht habe, wisst ihr was, ich mache dazu einfach mal ein Video, seht, worum es geht und was ich damit meine. Denn ihr, genau du meldest am liebsten auch immer die geilsten und neuesten Spiele zocken. Genauso wie ich. So, aber dein Problem ist einfach, du hast kein Geld. So. Und dazu greift man dann natürlich nicht zu den offiziellen Pages oder zumindest wenn du es jetzt nicht Retail kaufst, also auf CD, sondern du möchtest auf Steam kaufen oder auf anderen Plattformen, GOG, wie auch immer. Wenn du da kaufst, sind es halt immer diese offiziellen Preise. So, und wir wissen alle, wie teuer die Spiele manchmal sind. 60, 70 Euro. Kommt immer darauf an, wenn man halt aktuell auch gerade die neuen Blockbuster spielen möchte. Da ist es dann so, dass die Preise dann halt schon sehr, sehr hoch sind. Und wir wissen alle, klar, natürlich, die Topseller sind halt alle immer vom Preis sehr, 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 sehr hoch. Da gibt es natürlich Abhilfe. Ja? Denn Abhilfe ist tatsächlich so, dass wir Keyseller haben. Ich habe mich tatsächlich mal sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Oh geil, Kaffee. Mm. Dass ich auf Seiten gekauft habe, möchte ich mir nicht abstreiten, wo ich tatsächlich noch gar nicht so richtig wusste, woher die ganzen Keys kommen. Es ist auch nicht so richtig ersichtlich manchmal, ob man wirklich jetzt einen Key gekauft hat, dem Entwickler vielleicht was Gutes getan hat oder dem Publisher, und aber woher der Key stammt, by the way, I don't know. Und deswegen habe ich jetzt mal so ein bisschen das Internet durchforstet und habe mal geguckt, weil bei den ganzen Keysellern, die man hier so hat, die man aktuell so sieht und tralala, und da weiß man ja gar nicht, wo man kaufen soll. Da explodiert einfach mein Kopf, weil einfach hier, dann hast du da Angebote, super Angebote, da ist günstiger, dort ist günstiger. Und hier, und die Preise überschlagen sich einfach und du weißt gar nicht, wo du kaufen sollst. Klar, man guckt natürlich nach dem günstigen Preis. Die überschlagen sich mit Preisen. Und dann hast du einen Preis, wo du sagst, oh jo, Alter, der ist so günstig, kaufe ich. So, das Problem ist aber, du weißt nicht, woher der Key kommt. Stammt der wirklich offiziell vom Publisher oder vom Entwickler? Das weißt du halt nicht. Und ich möchte euch so ein bisschen auf den Weg bringen oder zumindest heute mal zeigen, welche Seiten ich empfehlen kann, wo man wirklich kaufen sollte. Denn tatsächlich, mir ist es jetzt vor kurzem auch passiert, dass ich auf einer Seite gekauft habe, ich werde den Namen natürlich jetzt hier nicht nennen, aber auf einer Seite gekauft habe, wo ich quasi ja nicht reingefallen bin, sondern da kauft, also dass man halt nicht so kaufen sollte. So, das Problem war dann gewesen, dass quasi das, was angeboten wurde, völlig falsch war, denn ich habe dann einen Key bekommen für ein Spiel, von dem Spiel gab es 3 Teile und ich wollte eigentlich, oder beziehungsweise es gibt 4 Teile und ich wollte von dem Spiel eigentlich Teil 3 haben, war auch ausgeschildert für ein für einen Steam Key, und tatsächlich habe ich dann eingegeben. Und das Problem ist dann halt gewesen, dass es Teil 2 war und nicht Teil 3. Habe ich jetzt Teil 3 gesagt? Ja, ich hoffe ja. Also ich wollte Teil 3 kaufen und habe quasi in der Anzeige auch gelesen, Teil 3, bla bla, passt. Und ich habe aber Teil 2 bekommen. Dann war ein Riesentheater. Dann habe ich gedacht, habe ich nicht verkauft? Gehst du nochmal drauf, kaufst du nochmal. So, habe ich getan, gesagt, getan. Dann war da drüber tatsächlich so eine Art Xbox-Trailer von dem Game. Und dann wurde mir unterstellt, ja, sie haben die falschen, den falschen, für die falsche Plattform gekauft. Also nicht für Steam, sondern für die Xbox. Da, ey, weiß halt, bin ich jetzt so doof? Bin ich wirklich so doof, so blind? Nein, ich gucke mal einfach auf die Seite. So, dann habe ich auf die Seite geguckt und tatsächlich, nein, es war ein Xbox-Trailer, ja, richtig. Aber es stand ganz groß in der Überschrift, weil tatsächlich der Support mir dann als Exempel quasi den Link geschickt haben von der Seite, wo das angeboten wurde. Und dann habe ich draufgeklickt und es tatsächlich, oben steht der Xbox-Trailer, ne, mit Xbox-Logo, aber unten steht ganz groß in der Überschrift Steam Key, sogar mit Steam-Logo. So, also mein Glück natürlich, dass ich dann den Support angeschrieben habe. Ich sage, hey, but by the way, lalala, in your headline, tralala, ne, falsche Logo gezeigt oder beziehungsweise falsch angegeben. Und bei dem anderen Key war es tatsächlich so gewesen, ich habe den dritten Teil gekauft, für Steam offiziell, tralala,
Aber einfach der Key war falsch. Der Key war einfach für Teil 2 und nicht für Teil 3. Und somit kommen dann wahrscheinlich dann auch, was ich jetzt mal vermute, weil das halt kein offizieller, verifizierter Partner ist oder beziehungsweise Keyseller ist, entstehen dann solche Probleme. Würde ich jetzt behaupten. Deswegen habe ich jetzt ein wenig das Internet durchforstet, so ein bisschen geguckt, geschaut, um euch mal so ein bisschen auf den Weg zu leiten, wo ihr auf jeden Fall sicher kaufen könnt. Bei den meisten Keysellern ist es so, dass man auf den Seiten immer irgendwie nachlesen kann, dass man dort nachschauen kann, wie stark die Partnerschaften sind, beziehungsweise dass man dort nachlesen kann, woher Keys bezogen werden. Und das finde ich eine super Sache. Dort kann man dann sicher sein, dass diese Keys quasi immer auf dem richtigen Weg zu euch kommen und nicht irgendwo anders her. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen sollte man sich da immer informieren und nachschauen. Einfach mal nachschauen, nachlesen. Das ist eigentlich eine super Sache. Vielen Dank fürs Videoschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.